Hallo und herzlich willkommen hier bei Ballerburg. So, wir haben uns ja gerade schon gehört, also vorhin. Und da wollen wir nicht lange quatschen, sondern uns wieder gegen den Computer messen. Nehmen wir mal wieder diese hier, Schneelandschaft. Flagge können wir mal auswählen. Komm, wir kämpfen jetzt mal gegen... Ja, was ist das? Weiß ich nicht. Starten wir einfach mal. Ohne mal viel zu labern. So. Kanönchen auswählen. Oh, 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 oh. Dollarwind, Dollarwind, Dollarwind. Probieren wir einfach mal. Naja. Das sollte jetzt nicht so sein. Mal ein bisschen Dollar machen. Ja, jetzt wird aber hier scharf geschossen. Irgendwas habe ich gerade im Radio noch gehört. Was war das denn nochmal? Keine Ahnung. Fällt mir nicht mal ein. Ich habe auf jeden Fall gestern im Radio gehört, genau, auf 1 Live, hatte ich, ging es darum, es gibt so einen Stollen hier in Deutschland, im Schwarzwald liegt er, und da werden, Deutschlands Hüter, also, ja, was, die Geschichte Deutschland wird da versteckt, da werden halt, Bilder von irgendwelchen Künstlern, berühmte Baupläne von irgendwelchen Gebäuden, wie zum Beispiel den Kölner Dom versteckt und so. Und, ja. Sehr interessant. Wirklich. Jetzt ohne Scheiß, ne? Also sehr interessant. So, mal ein bisschen Steuern erhöhen. Dollarwind. Machen wir mal volle Kanne. Wir gehen nochmal aufs Ganze. Ha! Und gleich eine Kanönsche kaputt gemacht. Mein Gott, der ist aber im Moment... Kugeln reichen nicht mehr. Nah an meinem König dran, ey. Aber nicht mit mir, Kollege. Boah, fast getroffen, ey. So, mal gucken, ob es jetzt... Und... Scheiß die Wand doch an, ey. Machen wir mal einen runter. Seine Fahne abgemäht. Und jetzt meine auch. Ja, ja, ist klar, ey. Du Hund! Wir haben, also mein Bruder und ich haben mal im Internet geguckt. Wir wollen uns ja für nächstes Jahr eine Kamera kaufen. Für unsere Sendung und auch für andere Sachen. Und dann gibt es ja klar die Preisunterschiede, ey, das ist gewaltig. Und dann gibt es halt, bei eBay gibt es eine. Gibt es ja mehrere, so auch gebrauchte, aber die halt fast wie neu sind. Und dann haben wir eine entdeckt, ey, die kostet normalerweise, würde die, ich glaube, an die 38.000 Euro kosten. So eine richtig Profikamera, also eine vom TV. Und, waren wir schon erst mal überlegen, ey, mitgeboten, aber die ging dann für 700 noch was weg. Na gut, klar, das Geld wäre es wert, aber so viel wollen wir jetzt auch wieder nicht dafür ausgeben. Dann müssen wir mal gucken, also, weiß ich. Wir kennen es ja auch, wie gesagt, nicht so toll aus mit Kameras. Weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was für Kameras richtig geil sind. Wichtig ist auf jeden Fall, sollte mit Mikrofonanschluss sein, dass man halt ein extra externes Mikrofon anschließen kann. Und halt klar Full HD und mit USB, dass man halt am PC anschließen kann. Das wäre halt ziemlich geil, wenn da vielleicht, weiß ich, von euch irgendwie ein Kommentar kommen würde oder irgendwelche Vorschläge. Und auch preismäßig, wie teuer die sind und so. Und ja, dann meldet euch doch mal bitte, weil wir wollen gerne eine haben. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also wollen wir auf jeden Fall haben, weil das ist was Geiles. Also das ist auch eine Investition, die lohnt sich. Jetzt nicht nur wegen der Sendung, aber auch, weiß ich, vielleicht wegen der Gamescom nächstes Jahr 2013. Oder halt auch mal so, einfach mal aus Spaß, wenn man im Urlaub fährt, hat man einfach, weiß ich, Fotos machen ist immer so, ja. Aber wenn man halt mal so filmt, und das halt dann ganz zum Schluss als Film dann so zusammenschreibt, wo man halt hinschreibt, dann weiß ich, Sommerurlaub 2013, Sommerurlaub 2014, ist ja egal wie. Wäre schon geil, also. Wenn ihr euch uns da, also wenn ihr da mal irgendwie vielleicht Vorschläge habt, dürft ihr, also darf jetzt nicht über 500 Euro kosten, also sollte schon unter 500 Euro bleiben. So.
Und der Sau sagt meinem Bruder, ey, was hat er gemacht? Hat sich heute ein Mischpult bestellt, ey. Um halt beim Labern der Let's Plays ja, ein bisschen das einzustellen. Nicht so komisch zu klingen. Sauhund, ey. 280 Euro, ey. Gut, er spielt ja auch noch Gitarre, da kann er auch ein bisschen dann noch so viel Mikrofon nehmen. Aber trotzdem, ey. Naja, werde ich mir nächstes Jahr besorgen, auf jeden Fall. Weil im Moment nehme ich ja noch mit einem Headset auf. Das ist ja nicht so die gute Qualität. Und da will ich lieber mit einem, wie heißt nicht nochmal, Membran oder irgendwie sowas, Mikrofon aufnehmen. Hat er schon. Und ja. Mal schauen. So, mal so langsam, ey, könnte ich mal den König mal besiegen, oder? Ich bin auf jeden Fall immer knapp davor. Zermürb jetzt seine Burg. Och Mensch. Was ich mir letztens angeguckt habe, was ich mir gekauft habe, eher gesagt, ich habe mir The Walking Dead, die zweite Staffel auf Blu-ray geholt. Die erste hatte ich schon, ey. Boah, wieder verdammt geil. Kam auch letztens im Fernsehen. Aber ich bin lieber einer, der sich sowas im Regal stellt. Um dann halt, wenn dann irgendwann mal die dritte dann raus ist und dann halt auch mal vielleicht die vierte und fünfte. Richtig geil, ey. Boah. Also ich zock's. Also zock's, sag ich schon. Ich guck's gerne. Weil es endlich mal eine Zombie-Serie gibt's ja eh. Gab's ja, glaube ich, eh noch nie. Aber halt endlich mal Zombies, die auch mal realistisch, also zombie-mäßig aussehen und nicht so wie in. Naja, ich will jetzt nicht Filme nennen, aber es gibt halt Filme, da sehen die so gekünstelt aus. Und so, jetzt haben wir gewonnen, aber ich sag noch weiter, halt, sie sehen so gekünstelt aus. Und das ist sowas von Scheiße, wo man halt die Schminke am Hals noch sieht, ey. Und naja. So, Erichs König wurde vernichtet, Robert hat gewonnen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann am Sonntag, und am Montag leider ja halt nicht, aber dafür am Sonntag. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Ballerburg mit Ingo Viva bei Games Talk TV. Tschüss!